Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SI Talk. Sven Osen bei mir, Pasinex, Zink geht's jetzt. Und zwar Zink in der Türkei, aber nicht nur. Ja. Mache ich jetzt gleich, weil beim ersten Tape, was wir gemacht haben, beim ersten Versuch habe ich das ein bisschen abgeschnitten, ein bisschen anders gemacht. Aber bevor wir zu den anderen Aktivitäten kommen, kommen wir lieber zu der Zinkmine Türkei, die hervorragend läuft. Ja. Ah, sorry, Conflict of Interest, ich bin Aktionär des Unternehmens, muss ich ganz klar nochmal sagen. War sehr glücklich die ersten Halbjahr des letzten Jahres, das zweite Halbjahr würde ich eher wieder streichen. Allerdings habe ich letztes Jahr mit Steve hier auch ein Interview gemacht, da waren wir bei 13, 14 Cent und dann haben wir einen schönen Run gehabt auf 30 Cent drauf, 35 Cent. Also hoffe ich, dass du jetzt genau dasselbe so Statements machst, dass wir wieder einen schönen Run haben. Ich fühle schon den Druck, ja. Okay. Freut mich, dass du den Druck spürst, denn der Druck kommt ja von den Aktionären, das wie ist ich richtig. Jetzt bin. Zu Recht. So. Wir sind ja selber auch Aktionäre und wir sind, kann ich dir sagen, nicht zufrieden mit unserem Aktienpreis. Es ist fast schon echt... Aber warum kommt das? Warum zieht die Story nicht? Zink ist heiß und ich glaube, es gibt auch nicht viele Zink-Stories draußen, richtige. Ja. Was schon Teil des Problems ist, es gibt zu wenige Firmen, die sich mit uns überhaupt vergleichen können. Wenn überhaupt, dann sind es kleine Explorer. Mit Explorer habt ihr nicht viel zu tun. Doch, haben wir auch viel zu tun, weil das ist ja der Teil, der vielleicht in der Kommunikation vielleicht zu kurz kommt, dass wir neben der erfolgreichen Produktion eben auch ein großes Explorations-Upside haben, und zwar sowohl in der Türkei, wo wir dieses Jahr, das kann ich sagen, ein Budget haben von 3,4 Millionen US-Dollar in Exploration, wie auch in den USA, aber da reden wir gleich drüber. Aber das kommt ja aus der Geschichte. Ihr habt ja, wie die Geschichte angefangen haben, alles auf den Fokus gelegt, Produktion, weil Produktion Cashflow bedeutet und richtig. Mit Cashflow kann ich dann natürlich explorieren. Ja. Dass das Gebiet, und das, da gebe ich dir vollkommen recht, in den letzten Jahren ist die Exploration, die Größe des Gebietes, das Potenzial des Gebietes total unterm Tisch gefallen, weil ja der Fokus einfach auf Produktion gelegen ist. Richtig. Und die Produktion läuft jetzt, vielleicht kannst du nur kurz mal die Daten sagen, was letztes Jahr geleistet worden ist und was dieses Jahr geplant ist. Genau. Also wir haben letztes Jahr, das Jahr ist, sagen wir mal, noch nicht buchhalterisch noch nicht abgeschlossen. Wir werden die Quartalszahlen für das vierte Quartal erst wahrscheinlich im April erst veröffentlichen können. Aber es ist ganz klar, wir hatten 25 Millionen US-Dollar budgetiert und wir werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dieses Ziel übertreffen im Joint Venture. Mhm. Was wir auch sehr wahrscheinlich übertreffen werden, ist unsere Profitmarge von angepeilt 50%. Wir hatten ja im dritten Quartal schon 62%, also es deutet sich an, dass wir da drüber liegen werden. Also viel erfolgreicher kann man eigentlich nicht sein. Das alles auf der Grundlage von 60.000 Tonnen Konzentrat, direkt verschiffbar, bei einem Durchschnittspreis von 1,10 Dollar. So hatten wir damals budgetiert. Insgesamt dürfte der Preis aber höher gewesen sein in 2017. Jetzt 2018 planen wir konservativ dieselbe Menge, also auch wieder 60.000 Tonnen Konzentrat, allerdings schon auf einer anderen Basis, nämlich auf der Basis von 1,35, was wir als konservativ erachten, denn aktuell stehen wir bei über 1,50 Dollar. Und was man sagen kann, ist, für uns ist das ein fantastisches Szenario. Jeder Cent, den der Zinkpreis über unserem Budget steht, ist einfach additional profit, ist zusätzlicher Profit. Und das ist eine fantastische Situation für 2018. Es versetzt uns in die Lage, dass wir dieses Jahr erstmals seit langem auch mal wieder in regionale Exploration investieren. Und zwar also ein vernünftiges Paket zum Explorieren. Richtig. Das heißt, wir werden aber auch, und das ist ja auch möglicherweise ein Teil des Problems gewesen, einen schönen Newsflow sehen. Wir werden mit Sicherheit einen Newsflow sehen, und zwar auf der Grundlage von insgesamt 3,4 Millionen US-Dollar, die wir in der Türkei in Exploration stecken werden. Rund ein Drittel davon sozusagen also Minen bezogen in die Expansion der bestehenden Ressource.
und 2/3 allerdings wirklich in regionale Projekte. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, das ist diese Summe ist ungefähr, also mehr als das 2,5-fache dessen, was wir im letzten Jahr überhaupt ausgegeben haben. Und im letzten Jahr haben wir keinerlei, nur ganz geringen, nur im geringen Umfang regional explorieren können. Wir mussten einfach erstmal unser Projekt auf den Stand bringen, dass es sich selbst trägt, dass es profitabel ist. Wir haben jetzt einen vierten Zugang gelegt, von der Spitze des Berges aus, der also die Produktivität des ganzen Projekts nochmal erhöht. All diese Dinge müssen erstmal verdaut werden, bevor man dann sich weiter orientieren kann. Und das tun wir jetzt in 2018. Also es ist ja eigentlich jetzt eine Transformation des Unternehmens. Jetzt, vorher hat man alles eigentlich fokussiert auf die Produktion, dass die ordentlich läuft, dass man da einen ordentlichen Cashflow hat. Hat das Glück natürlich gehabt, dass der Zinkpreis auch natürlich angesprungen ist. Das hat man zwar gehofft, deswegen hat man sich auch auf Zink natürlich auch fokussiert. Allerdings hofft man viele, die Uranunternehmen warten noch immer, dass der Uran springt und sind noch weit entfernt. Und das ist halt sehr positiv jetzt. Aber, und jetzt kommt halt die Story drauf, und das hat man ja auch teilweise immer kritisiert bei euch. Ja. Ihr seid ein One Land, One Project Company. Was man auch unterstellt. Genau. Natürlich habt ihr eine potenzielle Pipeline natürlich an zusätzlichen anderen Projekten, das ihr jetzt mit diesem erschließen wollt. Ja. Allerdings ändert sich noch nichts daran, dass man das Problem mit der Türkei hat. Und ich sage das jetzt nicht, weil halt Türkei an sich, sondern weil halt einfach ein Land immer ein Problem sein kann. Das ist ganz klar, das haben wir auch erkannt. Und das war für uns deswegen eine strategische Überlegung, auch im vergangenen Jahr. Wir haben praktisch permanent verschiedene Assets uns angeschaut, in verschiedensten Ländern, in Europa, aber auch in Nordamerika. Und wir haben Ende des Jahres, im Dezember, haben wir dann jetzt einen Deal gemacht in Nevada, mit einem Projekt, das heißt Gunman, und es ist ein Projekt, das wieder ein Carbonate Replacement Deposit ist. Also wir bleiben unserem Lagerstättentyp treu, den glauben wir sehr gut zu verstehen. Der hat verschiedene Vorteile. Normalerweise gibt es eben hohe Gehalte, das ist auch hier bei Gunman schon der Fall, das weiß man, obwohl wirklich nur sehr, sehr oberflächlich exploriert worden ist in der Vergangenheit. Also die Gehalte haben uns gefallen. Und eben das gesamte Setting ähnelt nach Aussagen unseres Geologen John Barry eben dem von Arizona Mining potenziell. Das heißt, dass wir im oberen Teil eine oxidische Ressource vielleicht definieren können oder abstechen können und dann sehen, ob wir sozusagen die Feederzone, die sulfidische Feederzone finden. Und wir haben eben, das muss man schon sagen, in Pinagasu quasi eine Art Toolkit, oder eine Art Handwerkszeug gelernt, wie wir vom Oxidischen in das Sulfidische kommen. Da gibt es einfach bewährte Explorationsmethoden, die werden wir jetzt auch in den USA auspacken und auf dieses Projekt anwenden. So, was habt ihr dann geplant jetzt in diesem Jahr? Wir fangen jetzt relativ bald an, wenn auch das Wetter es wieder zulässt in Nevada, mit einer ersten Runde der Exploration. Zahlen will ich jetzt hier noch nicht sagen, das wird dann entsprechend über eine Pressemitteilung auch bekannt gegeben werden, aber wir haben das natürlich gekauft, um was damit zu machen. Wir wollen das ja bearbeiten. Das wird jetzt alles der Detailplan, quasi wird jetzt einmal erarbeitet, sodass man mal feststellen kann, wahrscheinlich überschaubares Budget, damit man halt einfach jetzt einmal sieht, ist dort was oder ist dort nicht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass da was ist, sonst hätten wir es nicht erworben, klar. Weil es gibt ja schon historische Intercepts, die sind sehr gut. Also ist dort schon mal gebohrt worden? Es ist schon gebohrt worden, natürlich. Okay. Das ist kein sagen wir mal, Greenfield, sondern im klassischen Sinne. Es ist aber interessant, weil die früheren Eigentümer haben eigentlich was anderes gesucht, wollten gar keinen Zink finden, haben aber Zink gefunden und konnten damit nicht viel anfangen. Und vor allem konnten sie mit dem Oxidischen nichts anfangen.
wir können das, wir haben Erfahrung, wir wissen, was oxidisches Zink wert sein kann. Wir machen da ein tolles Business in der Türkei und insofern sind wir, glaube ich, der ideale Kandidat gewesen für dieses Projekt. Abgesehen davon, dass wir eben, wie gesagt, dieses Know-how erworben haben und auch in der Company haben, dass wir vom Oxidischen ins Sulfidische gehen können. So, okay. Und sie einfach suchen können. Ja, also zu summarize eigentlich machen, also eine Zusammenfassung zu machen. Die Mine in der Türkei läuft jetzt sehr gut, so wie es sein soll. Die Pläne sind ja eigentlich vom Produktionslevel dasselbe, was man 2017 produziert hat. Allerdings ist natürlich so, dass jetzt der Zinkpreis höher ist. Dadurch werden höhere Marge höher. Im dritten Quartal habt ihr schon über 60% Marge gehabt. Dadurch kann man mal absehen, was das ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 60% ist schon eine Hausnummer. Ja. Aber, und jetzt kommt eigentlich der Riesenvorteil, durch diese Operation, wo sie auch lange dafür, hart dafür arbeiten haben müssen, dass sie überhaupt mal in diese Phase gekommen ist und kaum wer am Anfang daran geglaubt hat, dass sie es überhaupt schaffen könnt, hat euch in die Lage versetzt, dass ihr so viel Cash produziert, dass ihr jetzt auch in anderen Projekten, die ja vorhanden sind, weil das Explorationspotenzial ist ja groß, ihr wirklich in diesem Jahr 3,4 Millionen investiert, alleine in der Türkei. US-Dollar. US-Dollar. Ja. Aber ihr habt auch das Problem gesehen, dass ihr halt ein Country-Company seid. Richtig, und das deswegen haben wir habt ihr ein zweites Projekt gekauft in Nevada, wo ihr jetzt ein Explorationsbudget jetzt aufgesetzt habt und dieses einfach exploriert. Und das heißt, auf anderen Worten, wir kriegen von zwei Seiten sehr viel Newsflow. Richtig. Und mit ein bisschen Glück schaut natürlich die Company dann am Ende des Jahres ganz anders aus, weil dann hat man nicht nur eine existierende Produktion, die einen Cashflow produziert und dadurch die Verwässerung sehr niedrig hält, sondern gleichzeitig halt auch noch möglicherweise andere Projekte am Laufen. Absolut. Was der Markt sehen möchte, das haben wir verstanden, das wissen wir auch, das ist Blue Sky durch Exploration. Das wird insbesondere in Nordamerika honoriert mit höheren Aktienpreisen, mit dem Premium und genau das werden wir versuchen zu liefern, sowohl mit unserer Exploration in der Türkei, wie aber auch in den USA. Das könnte sich herausstellen, dass wir eventuell sogar mit weniger mehr Wirkung erzielen, weil man muss es einfach so sehen, der nordamerikanische Markt hat einen gewissen Home-Bias, ja? Und wenn wir in Nevada etwas finden, dann wird es anders gewertet. Insbesondere, wenn dann eventuell eines Tages Parallelen gezogen werden zu anderen Projekten und so weiter und so fort. Aber wir haben die richtigen Leute, das ist das A und O. Wir haben John Barry als Vice President Exploration mit den entsprechenden Kontakten in diese spezielle Zinkszene. Also ich glaube, da gibt es nur eine Handvoll wirklich Experten dieses Kalibers und das erklärt auch, weswegen es nicht so viele Zink-Companies da draußen gibt. Mhm. Sven, ich glaube, es war ein gutes Update. Hoffen wir, dass es dieselbe Wirkung hat wie beim letzten Mal, beim Steven. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Ja, ganz klar. Nee. Nein, aber man merkt, also, da tut sich jetzt wirklich was. Und jetzt tut sich jede Menge. Ja. Jetzt ist es so, dass ihr wirklich auch die finanziellen Mittel habt, dass ihr was machen könnt. Das ist ja, Geld ist einfach ein Beschleuniger, ja, und ganz einfach. Wir mussten in der Vergangenheit alles, was wir eingenommen haben, reinvestieren und erst 2017 war ja das erste Jahr, wo wir erstmals Cashflow positive geworden sind im Projekt und zwar massiv das braucht einfach seine Zeit und der Markt ist ungeduldig. Ja. Ist leider so. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.